Seid willkommen, grüße euch, liebe Zuschauer, Servus. Ich habe jetzt hier mal einen kleinen Zusammenschnitt einer Sendung von Phoenix, Phoenix Runde vom, ich glaube vom 22.02.24. Das ist hier auch auf YouTube verfügbar. Den Verweis natürlich auch wie alles andere, was wir hier zeigen, immer in der Beschreibung ganz unten. Phoenix-Runde zwischen Umfrage hoch und Massenprotesten. Wo steht die AfD im Wahljahr? Und da nehmen teil die Anke Plättner, die hier in der Mitte mit dem roten Blazer sitzt. Dann haben wir André Jurulmaß, ehemaliges AfD-Mitglied und Protagonist in der Doku »Wir waren in der AfD«. Dann Ann-Kathrin Müller, der Spiegel, es ist ja die Schamoffensive vom Spiegel und die Sympathieträgerin schlechthin, ja, und klug und ausgewogen, neutral und wirklich alle Seiten beleuchtend. Und dann natürlich Sebastian Fiedler, was heißt natürlich, ich kenne den Mann nicht, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und man kann jetzt nicht behaupten, dass ich mich überhaupt nicht irgendwie umschaue in den Medien, ja, so, also Sebastian Fiedler ist, Bundestagsabgeordneter, ich möchte gar nicht wissen, wie lang schon, vielleicht schon seit 12, 18 Jahren, wer weiß, ja, hockt da so vor sich hin, ja, und ja, die 11.000, 12.000, die da im Monat da irgendwie reinflattern, nimmt man halt so mit. Und natürlich Stefan Brandner von der AfD, Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Bundessprecher. Und wir haben hier einen tollen Zusammenschnitt. Und das wollte ich mal ein bisschen zeigen und auch ein bisschen kommentieren dazu. Es ist einfach wirklich köstlich, wie der Brandner, und hier wird es auch geschrieben von Professor Dr. Schweinhardt von Mobbingen, Twitter-Name, Stefan Brandner, AfD zerlegt die Phoenix-Runde. Und man sieht hier wirklich so wunderschön, auf welchem Niveau die spielen, in welcher Liga die spielen und dass sie eben keine Argumente haben, dass sie auch irgendwie langsam müde werden, habe ich den Eindruck. Gerade bei der Ann-Kathrin, ja, erkenne ich da durchaus eine kleine Formschwäche, die irgendwie schon sobald, hoffentlich kein Fatigue oder wie das heißt, Syndrom, ja, wer weiß, wie oft sie geboostert wurde. Also schauen wir mal, ja. Da haben wir hier den Brandner und wir fangen einfach mal an. Radikalisierung gibt es ja schon lange. Da ist aber überhaupt nichts dran. Und ich sage mal, Sie sind ja 2015 ausgetreten. Also es ist zu dem ehemaligen AfD-Aussteiger, wie man ihn nennt jetzt, also nicht ehemaliger Aussteiger, sondern ein ehemaliges AfD-Mitglied, der ausgestiegen ist. Wir waren bei der AfD so ungefähr, naja, also gerade noch bin ich der Sekte und den Clown in den absolut braunen Sumpf entkommen oder konnte da mich noch irgendwie wieder rauswinden. Das heißt, er da schon war schon angeblich so radikal, dass sie es nicht mehr aushalten konnten. Ich habe dann gelesen, 2016 wollten sie wieder eintreten. Da hat offenbar eine Deradikalisierung stattgefunden. Also so ganz klar über den Weg mit der AfD waren sie sich offenbar nicht, aber es macht nichts. Wir nehmen halt Themen auf, die ansonsten keine Partei aufnimmt. Das war 2013, 2014 war es die... Und da hat er Recht, Brandner, da können die sie nichts sagen. Da hat er Recht. Im Rahmen der Euro-Krise, die Euro-Rettung, die Frage, dass also hunderte Milliarden deutsche Steuergeld ins Ausland geflossen sind. 2015 kam ein ganz anderes... Bitte mal die Blicke von Ann-Kathrin Müller, die ihn mehr oder weniger fassungslos, aber auch irgendwie entrückt. Ich glaube, die ist gedanklich ganz woanders gerade. Er ist, glaube ich, schon zu Beginn der Sendung ja praktisch ausgestiegen und aus ihrem Gesicht kommt halt der blanke Hass. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das findet, schreibt es in den Kommentaren, blanker Hass. Andere Thematik, die auch kein anderer angesprochen hat, die Massenzuwanderung. Und inzwischen ist die Thematik halt mehr die soziale Frage und wirtschaftliche Themen, die wir zurzeit bearbeiten. Das hat mit Radikalisierung überhaupt nichts zu tun. Sie sagen, Ihre Partei ist überhaupt nicht radikaler. Die Frau Plattner von Phoenix hat hier die Rolle, wie sie immer haben in den öffentlich-rechtlichen Medien. Wir geben den Hetzer und den Stichwortgeber und mit Argumenten haben wir es nicht, also hauen wir mit irgendwelchen Schlagworten um uns, um den deutschen Michel dann entsprechend einzunorden. Geworden, obwohl sie in einigen Ländern als gesichert rechtsextrem gilt. Ja, also der Dialog ist schon fast wirklich legendär jetzt oder der wird legendär werden, ja, wenn man sich das anhört. Ja, wer sagt das? Der Verfassungsschutz sagt das und der Verfassungsschutz ist dominiert von den Altparteien. Ist klar, dass die uns das loswerden wollen. Herr Brandner, Sie Achtung, das heißt, Herr Brandner, Achtung, die Plattner fragt es ernsthaft. Akzeptieren den Verfassungsschutz nicht als eine...
Nur noch mal, dass vielleicht irgendwie... Demokratische Institution? Ja, überhaupt nicht. Was ist denn daran demokratisch und Verfassungsschutz? Also sie behauptet tatsächlich, sie fragt sich, wie kann man den Verfassungsschutz nicht als demokratische Institution betrachten? Nochmal ganz kurz. Sie akzeptieren den Verfassungsschutz nicht als eine demokratische Institution? Ja, überhaupt nicht. Was ist denn daran demokratisch und Verfassungsschutz? Das sind ja Ministerialbeamte, die abhängig sind von einem jeweiligen Parteipolitiker, der Innenminister ist. Der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen wollte für die SPD in den Bundestag. Da sehen Sie mal, was den antreibt. Die wollen uns vernichten. Mehr Argument geht nicht. Er hat es voll erklärt und Sie können auch nichts mehr sagen dazu. Es kommt dann auch nichts mehr. Die wollen uns platt machen. Das hat mit der eigentlichen Idee des Verfassungsschutzes, Deutschland, sag ich mal, zu verteidigen gegen aggressive Angriffe auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, überhaupt nichts zu tun. Die Alternative für Deutschland ist die Partei, die in Deutschland das Grundgesetz lebt, und zwar jeden Tag. Wir haben in tiefsten Corona-Zeiten, als nahezu alle Grundrechte eingeschränkt waren von den Altparteien, sind wir mit den Leuten auf die Straße gegangen und haben gesagt, die Grundrechte müssen gelebt werden, gerade in Krisenzeiten. Wir waren die, an der Seite der Menschen standen und gesagt haben, glaubt nicht... Achtung! Also... Sie, ich glaube, irgendwo, auch wenn Sie es selber vielleicht noch gar nicht so richtig wahrnehmen, Sie spüren, dass Sie wirklich Ihrem Ende entgegengehen, also nicht Ihrem persönlichen Ende, um Gottes Willen, ich wünsche der Frau nichts Schlechtes, aber Ihrem politischen Wirken und journalistischen Wirken, da spüren die, da geht's bergab, und zwar steil bergab, und sie kann es eigentlich gar nicht fassen. Das alles, was einseitig über Corona berichtet wird. Und Frau Müller, ist auch völlig falsch, dass ich gesagt habe, wir hätten über Migration würde keiner sprechen. 2015 war die Ansage, alle bereichern uns, es kommen Millionen Fachkräfte. Und wir waren die Ersten, die gesagt haben, Leute, guckt da mal genauer hin, guckt da mal kritischer hin. Das stimmt nicht. Also aber auch schon so schwach, sie ist wirklich, also der haben sie irgendwann mal, ohne dass ich das persönlich mitbekommen habe, offensichtlich den Stecker gezogen. Ja, also es ist wirklich nur noch eine ganz schwache Verteidigungslinie, dünne Linie, die da noch gehalten wird. Und auch da haben wir recht behalten. Wenn unsere Ansätze, wenn unsere Politik... Sie können halt einfach nichts sagen, außer stimmt nicht. Was ist denn jetzt für ein Argument? Stimmt nicht. Es ist wirklich die allerletzte Patrone. Es ist wirklich unglaublich, was uns da im öffentlichen Rechtlichen für unser wahnsinniges Geld wirklich geboten wird. Wenn rechtzeitig umgesetzt werden, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht hier sitzen, weil die Alternative für Deutschland überflüssig wäre, weil in Deutschland eine vernünftige Politik gemacht worden wäre. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie verrennen sich immer weiter in demokratiefeindliche Ausgrenzung der Opposition. Typisch, das war ja der Vorspann. Wo gehen denn bitte schon Regierungstruppen gegen die Opposition auf die Straße? Das ist doch keine gelebte Demokratie. Was meinen Sie? Das ist in totalitären Strukturen, ist das der Fall. Achtung, Sie reiten sich immer weiter tiefer in den Dreck. Ja. Es ist wirklich köstlich. Jetzt fragt sie tatsächlich nach, was meinen Sie mit... Wie genau mit Regierungstruppen? Ich meine damit, dass durch eine Medienkampagne, durch eine Inszenierung dieses Potsdam-Treffens Lügen in die Welt gesetzt wurden, inzwischen ja offensichtliche Lügen. Korrektiv ist kilometerweit zurückgerudert. Nichts ist davon übergeblieben. Das Ganze wurde aufgegriffen vom öffentlich-rechtlichen Rund. Das stimmt auch nicht. Also kann mir der Frau mal irgendwie ein bisschen Sauerstoff irgendwie einflößen? Vielleicht muss sie beatmet werden, wer weiß. Funk von der Regierung. Frau Faeser hat es jetzt genutzt, um so ein 13-Punkte-Programm zu schustern. Und dann wurden die Menschen aufgehetzt und auf die Straßen, medial auf die Straßen getrieben. Und da sind viele auch dabei, die es vielleicht ernst meinen. Die sind aber wirklich Pinocchio-Lügen aufgesessen. Und das meine ich damit. Das zeichnet eine Demokratie nicht aus, dass die Regierung dazu aufruft, gegen die Opposition zu demonstrieren. Zunächst mal muss ich auch diesen Unsinn ein. Es sind alles Sachen, die stimmen. Es sind einfach alles Sachen, die stimmen. Und dagegen kommst du argumentativ dann nicht mehr an. Da kannst du nur sagen, stimmt nicht. Oder meinen Sie das wirklich so? Das hilft dann nicht mehr. Eigentlich hätten Sie das gar nicht senden dürfen. Der Brandner ist da wirklich rausgegangen. Ihr werdet es vielleicht oder hoffentlich auch das gleiche Gefühl haben am Ende des Videos. Alle vier auf einen Streich. Ich müsste ja eigentlich die dreifache Redezeit haben. Es geht ja dreimal gegen mich und dann kriege ich ein paar Sekunden von Ihnen zugeteilt. Also zunächst mal sich jetzt einige Menschen rauszupicken, wie Herr Fiedler das gemacht hat und gesagt, da werden Kriminelle in der AfD. Dann reden wir mal über Herrn Taus oder Herrn Edati. Also Herr Taus und Herr Edati, nur noch mal zur Info, beim Taus wurden und beim Edati wurden Fotos und Videos von Vergewaltigungen von Kindern gefunden. Ja. Also schwerste Missbrauchsvideos gegen den Willen der Kinder wurden da gefunden. Also nur mal so, ja, das ist zur Erinnerung.
Der Taus ist übrigens dann zu den Piraten gegangen, glaube ich. Vielleicht besser dorthin gepasst oder noch besser, sagen wir mal. Über Ihren stellvertretenden Bürgermeister, der vor kurzem wegen Kinderpornografie entdeckt wurde. Reden Sie mal über korrupte Oberbürgermeister, die aus dem Amt gejagt wurden von der SPD. Also darüber können wir auch reden. Ja, müssen wir nicht. Jetzt über die ja, aber er findet auch mit den kriminellen Aktivitäten. Ja, also das hat nicht. Mit der Sache überhaupt nichts stimmt zu tun. Nicht. Der Austritt aus der Europäischen Union ist für stimmt uns nicht, das letzte Mittel. Was stimmt nicht? Der Austritt, was ich gesagt habe, dass da vorbestrafte Leute bei Ihnen in den Reihen sind. So was haben Sie erzählt. Ja, stimmt Leute, das nicht. Gucken stimmt Sie mehrere Leute an. Da sind Kinderschänder drin, okay. Kinderpornografen, korrupte Oberbürgermeister. Um die sollten sich mal kümmern, nicht um unsere Problemfälle, die es möglicherweise auch gibt. Problemfälle, die es möglicherweise auch gibt, natürlich gibt es die. Ja? Die gibt es in jeder Partei. Ja? Also da wollen wir mal nicht, aber er hat wirklich gut gekontert. Wirklich, muss ich ehrlich wirklich sagen, dann kommen Sie wahrscheinlich wieder mit Whataboutism und so weiter. Nein, so geht es nicht. So kann man das nicht abtun. Das kannst du nicht isoliert betrachten. Also gerade bei der SPD und der Brandner war er doch noch gnädig. Ja? Also da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Austritt aus der Europäischen Union ist ein offenes Geheimnis, dass wir der Europäischen Union kritisch gegenüberstehen, natürlich. Aber wir sagen auch, dass eine bilaterale, multilaterale Zusammenarbeit überhaupt kein Thema ist. Im Übrigen ist das letzte Mittel für uns auszutreten. Wir wollen die Europäische Union reformieren und danach, und jetzt hören Sie genau zu, und danach wollen wir das Volk befragen, ob wir drinbleiben wollen oder nicht. Also danach, wie lange sollen die Reformen gehen? Also da würde ich erstmal das Volk befragen, ja, weil Reform geht nicht, das kann man jetzt schon sagen, das sagen alle wirklich, die das kritisch betrachten, ja, und nicht die EU feiern, weil sie davon ihre Vorteile haben, ihre ganz persönlichen übrigens. Also ich halte das für null reformierbar, das muss alles weg. Wenn die Europäische Union so gut ist, fragen wir doch das Volk einfach. Das ist nämlich unser Ansatz. Weniger Macht den Parteien, schade, viel mehr basisdemokratische Elemente haben durch Volksabstimmungen. Und also jetzt hat er das Argument nicht verstanden. Es ist wirklich so. Schade, dass Sie mein Argument gar nicht verstanden haben. So, jetzt hatten Sie die Frage nach den mehr Kindern gestellt. Ja. Wir haben den Fachkräftemangel, die demografische Katastrophe haben wir selber verursacht in Deutschland, dadurch, dass jahrzehntelang falsche Politik im Familienbereich gemacht wurde. Wir versuchen jetzt die Demografie. Also sie ist wirklich, sorry, aber ich meine, ich mache mir da echt Sorgen, was ist mit der Frau los? Also es ist ja nicht normal, ja. Das ist ja schon die vollkommene Angststarre oder was weiß ich. Also das ist ja wirklich gruselig. Die politische Katastrophe dadurch auszumerzen, so ein bisschen, dass wir aus dem Ausland Fachkräfte zu uns holen wollen. Was machen wir denn damit? Ich war gerade auf dem Balkan unterwegs. Die Leute aus dem Kosovo, aus Nordmazedonien, aus Albanien, die hochqualifizierten Ärzte, die kommen nach Deutschland und wir schaffen sozusagen Fachkräftemangel in den Zweit- oder Drittweltländern, wenn man das noch sagen darf. Das ist also eine asoziale Zuwanderungspolitik, die wir betreiben, dass wir uns auf... Dazu gibt es übrigens auch keine Antwort. Ja, das wird auch immer verschämt, verschwiegen. Das ist natürlich... Also die Lüge in der Lüge sozusagen. Kosten anderer Länder versuchen wir, unsere Versäumnisse der letzten Jahrzehnte auszubügeln. Und das geht mit uns nicht. Wir sagen, wir müssen uns, nicht gerade wie Münchhausen am eigenen Stopp, aber wir müssen uns selber darum kümmern, dass wir es demografisch in Deutschland wieder vernünftig hinbekommen. Wir haben ja jetzt einen Mangel von ungefähr 700.000 Fachkräften. Das war aber absehbar. Also wenn wir jetzt mehr Kinder bekämen, würde es ja doch einige Jahre dauern, bis dieser Fachkräftemangel behoben ist. Richtig. Wo gibt es denn Punkte, und wenn Sie Punkte, wo Sie sagen, das schaffen wir jetzt im Moment, weil Sie keine weitere Zuwanderung wollen. Ja, was heißt, von heute auf morgen können Sie so Sachen, die 10, 20 Jahre lang verbockt wurden, können Sie nicht regeln. Also das heißt, wir müssen müssen damit leben, dass wir ein paar Jahre ohne genug Fachkräfte und ohne Arbeitskräfte über die Runden kommen. Vielleicht kann man auch Fachkräfte, Arbeitskräfte freisetzen, zum Beispiel, wenn weniger Zuwanderung stattfindet. Polizei, Mitarbeiter in welchen Behörden, die sich mit der Zuwanderung beschäftigen müssen, die könnten dann andere Aufgabenbereiche übernehmen. Können wir das so feststellen? Sie wollen Polizisten abbauen? Wir können gerne über die Zuwanderungskriminalität reden. Wenn wir die Zuwanderungskriminalität nicht hätten wir deutlich weniger Bedarf an Polizei. Das müsste eigentlich Ihnen als Innenpolitiker bekannt sein. Ja, da sieht man, dass Sie nur im Rechts- und nicht im Innenausschuss sitzen. Das ist wirklich ein blanker Unsinn. Das wird doch keine Abrede stellen, dass wir eine massive Kriminalitätseinwanderung haben. Wenn wir die nicht hätten, bräuchten wir weniger Polizei. Das doch, kann ich Ihnen erklären. Also der SPD-Typ ist wirklich hammerhart, ehrlich. Also wie kann man sowas überhaupt, das ist alles so unglaublich, so unerträglich. Die Verordnung des Deutschen Bundestages sieht vor, dass jede Fraktion einen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags stellt. Uns wird seit 6 Jahren entgegen der Geschäftsordnung unter täglichem Bruch des selbstgesetzten Geschäftsordnungsrechts verweigert, einen eigenen Bundestagsvizepräsidenten ins Präsidium zu entsenden. Das heißt, es sitzen nur von den anderen Parteien. Es ist das Recht, eine Vizepräsidentin zu nominieren? Nein.
Doch, auch die, gucken auch Sie in die Geschäftsordnung des Bundestags. Die Grünen haben, es hat sehr lange gedauert, bis die Grünen das kann alles sein. Gucken Sie in die Geschäftsordnung rein. Jede Fraktion hat Anspruch auf einen Vizepräsidenten. So steht es dann nahezu wörtlich drin. Die Blattner hat halt keine Ahnung. Sie haut halt irgendwas raus. Anspruch, ja. Muss aber auch gewählt werden. Da gibt es auch andere Stimmen, da will ich jetzt auch gar nicht verschweigen, dass es da durchaus aus der AfD, habe ich da auch andere Stimmen, die sagen, ja, okay, wir bekommen halt keinen gewählt, da müssen wir damit leben. Das nennt sich dann Demokratie. Ja, da ist halt eine Phalanx von Altparteien gegen uns, die uns da nicht den Dreck unter den Fingernagel gönnen. Und damit müssen wir leben. Anspruch nicht wirklich, weil gäbe es ja keine Wahl. Dann könnte die Fraktion allein entscheiden, wen sie entsenden als Vizepräsidiumsmitglied des Bundestages, Vizepräsidenten. Also da muss ich den Brandner leicht widersprechen. So, ja, das erkläre ich ja gerade, wenn Sie mir nicht ins Wort gefallen wären. So, das heißt, wir haben nur Vizepräsidenten und Präsidenten der anderen Parteien. Und die lassen natürlich die Wut ganz überwiegend an uns aus. Und nach dem Spruch, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, agieren diese, weil die genau wissen, wenn der CDU-Vizepräsident dem Linken was gibt, dann wird der Linke sich mal irgendwann revanchieren. Daher kommt, dass wir natürlich von allen die Ordnungsrufe bekommen und die anderen unter sich da sehr mäßigend oder sehr gemäßigt miteinander umgehen. Kurze Frage, also, in Thüringen, wie war das denn in Thüringen? Das ist der eine, was genauso. In Thüringen haben wir auch exakt, ungefähr 80% der Ordnungsrufe in Persona einkassiert. Und es gibt das genau mit Ihnen also gar nichts zu tun. Das geht ja nicht nur um mich. Gucken sich die anderen, wir leiden alle darunter. Sie selbst dass unter 6 Jahre Bruch der Geschäftsordnung. Und der Typ ist wirklich. Also das ist wirklich. Bah, ich halte mich jetzt zurück, weil ich habe keine Lust, dass das Video gelöscht wird und ich Ärger bekomme. Aber ihr wisst genau, was ich sagen will. Das ist wirklich wahr. Wenn mich jetzt frauenfeindlich geäußert haben, sagen Moment Sie mal, Sie haben auch Frau Marquardt, die Bundestagsvizepräsidentin, als bemerkenswert dumme Vizepräsidentin bezeichnet. Sie hat daraufhin Strafanzeige erstattet. Ich frage mich einfach nur, warum dieser Ton so scharf ist von Ihnen immer. Also erstmal gibt es dumme Männer und dumme Frauen. Das hat jetzt mit Frau Marquardt, sehr gut, mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun. Immer dieses, ja, das ist frauenfeindlich, wenn du eine Frau angreifst. Es ist so billig. Geht doch immer in die Opferrolle. Ja, ihr schwachen, kleinen, dummen Weibchen. Ja, geht doch einfach dauernd an die Opferrolle und da seid ihr dann geschützt und irgendwelche Torben Maltens stellen sich dann vor euch, wenn es aber dann ernst wird, sind die auch weg übrigens. Aber Sie haben sie ja so. Ja, Sie hat eine dumme Äußerung vom Stapel gelassen. Haben Sie die da, worauf sich meine Äußerung bezieht? Ja, Sie haben sie als bemerkenswert dumme Vizepräsidentin. Das bezieht sich doch auf Ihre Äußerungen sinngemäß, dass wir die größte Gefahr für die Demokratie wären. Das hat Frau Marquardt auf Twitter rausgehauen. Und da habe ich gesagt, das ist eine bemerkenswert dumme Äußerung von dieser Frau. Und dazu stehe ich auch. Das hat aber mit Frauenfeindlichkeit nichts zu tun. Wenn der Fiedler das gesagt hätte, hätte ich das genauso gesagt. Sie haben sich über Frau Baerbock ausgelassen, über Frau Lang ausgelassen, vor allen Dingen immer über was heißt denn ausgelassen? Ja, sehr negativ. Was über die Äußeren, über die Körperfülle von. Da muss ich aber schon überlegen, die Plattnerin, wie sie das jetzt korrekt ausspricht. Körperfülle. Es ist so geil. Es ist so geil, wie sie sich selbst in ihrem eigenen Irrgarten und Labyrinth ihrer Gehirnwindungen nicht mehr zurechtfinden. Das heißt langsam. Also das ist schon eher im Endstadium. Vor lang über die. Blutleere Gestalten, haben Sie zum Beispiel am Aschermittwoch gesagt. Blutleer, ja. Und sind aber die Moderatorin. Die Moderatorin sitzt da. Das ist ein Aschermittwoch. Der Brandner hat schon drauf. Also es gibt ein paar Momente, wo er wirklich schlagfertig ist. Es sind aber nicht die Moderatoren. Die Moderatorin sitzt da. Gefällt mir. Und genauso, ich habe geschildert, wie mir am Rednerpult das Publikum vorkommt, in das ich reingucke und da sitzen blutleere Polizombies, habe ich gesagt. Verhärmte, vertrocknete Gestalten. Das hat mit Frauenfeindlichkeit nichts zu tun. Sie haben dann nur Frauennamen gesagt. Das ist Zufall. Nein. Doch. Hasselmann, da habe ich vielleicht Frauennamen, vielleicht fiel mir da keine Männernamen ein. So, was habe ich bei Frau Baerbock, was soll da frauenfeindlich sein? Eine grüne Frau, die Sie haben über Frau Baerbocks Friseurrechnung gesprochen, über die Englischkenntnisse, all das. Es war ja nur meine Frage. Das sind doch Fakten. Was ist denn daran frauenfeindlich? Die Tante gibt irgendwie über 100.000 Euro im Jahr für Friseur aus, kann kein Englisch, beschämt uns auf der ganzen Welt. Ja, oh mein Gott, das Gesicht, nein. das ist dann. Ich will nur noch mal euch erinnern, liebe Zuschauer, ich mache dieses Video, um euch zu zeigen, wie dünn hier das Eis ist, auf dem die wandeln. Ja, das ist eigentlich gar kein Eis mehr. Die sind ja eigentlich schon bis hier an untergegangen, ja, und denken noch, sie sind noch irgendwie auf sicherem Grund.
Die Frau Baerbock gibt im Monat 10.000 Euro Steuergeld für Frisuren aus. Das muss man den Leuten doch draußen mal erklären. Das sind 300 Euro am Tag. So viel haben manche Menschen draußen gar nicht im Monat zur Verfügung, was Frau Baerbock am Tag für ihre Frisur ausgibt. Ja. Das hat auch nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Das sind Fakten. Ja. Okay. Sind generell gerne frauenfeindlich. Sie suchen sich immer wieder Frauen raus, beleidigen die doppelt und dreifach. Sie müssen immer wieder über die Figur von bestimmten Politikerinnen reden. Sie als ob die Weiber untereinander sie nicht über die lang ablästern würden, ja, das will ich, dann würde ich ja gerne mal ein Mäuschen spielen, ja, oder auch über andere Frauen, ja, 100%, sonst wären es keine Frauen, das machen Frauen nun mal, Männer machen das auch in viel abgeschwächterer Form, das machen Frauen, ja, liebe Frauen, stimmt mir bitte zu in den Kommentaren, das wäre echt geil, ja, das machen Frauen, ja, ist so, ja, es ist sowas von billig, ja. Machen das seit Jahr und Tag, das ist eigentlich nichts Besonderes. Besonders interessant fand ich allerdings, dass sie beim Aschermittwoch dann auch noch den weißen Frauen irgendwie besonders Prost sagen mussten. Das können Sie vielleicht auch nochmal erklären. Das kann ich Ihnen erklären. Das ist immer die Rede, wenn ich darf. Ja, natürlich. Das ist immer die Rede von den alten weißen Männern, die ja so immer so als das Schreckgespenst durch Deutschland getragen werden. Und dann wurden beim Aschermittwoch die alten weißen Männer gegrüßt von irgendeinem Redner. Und dann habe ich mich angeschlossen und habe gesagt, wir dürfen die Frauen nicht vergessen. Wir begrüßen auch die weißen Frauen. Wo ist da das Problem? Das war... Sie kriegt gerade mit, es sickert gerade in ihr Kleinhirn, dass sie wieder blank dasteht. So wie diese Frau aussieht, was sie ausstrahlt, was sie hier rüberbringt, ist es eine super frustrierte Tante, die absolut am Ende ihres Lateins ist. Wirklich. Eine Reaktion oder die Fortsetzung einer Begrüßung von einem Vorredner. Ja, andere Fragen. Also ich, manchmal spinnen sich auch wieder was zusammen, Frau Müller. Kann das sein? Meine Frage war ja einfach, war ein geschlossenes Weltbild. Meine Frage ging in die Fake News. Fake News, die Messerstatistik habe ich im Thüringer Landtag 2016 schon beantragt, so eine Messerstatistik einzuführen. Das wurde jahrelang überhaupt von gar keinem angepackt. Irgendwann hat sich das Problembewusstsein dann sogar bei Ihnen durchgesetzt und dann wurde die Messerstatistik aufgenommen. Aber der Herr Fiedler hat gerade seine demokratische Maske fallen lassen. Haben Sie das gemerkt? Wenn es die sozialen Medien nicht gäbe, stünde die AfD irgendwo bei 2%. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wir stünden wesentlich schlechter da. Das heißt, die sozialen Medien sind ihr Feind. Und genau deshalb versuchen Frau Paus, versuchen Lisa Paus und Frau Faeser massiv da einzuhören. Sie Herr glauben, die haben es gar nicht nötig, in die sozialen Medien zu gehen, weil sie den zwangsfinanzieren. Ja, nur weil er es nicht gesagt hat, ist es ja nicht gleich eine Lüge. Was sind das für Logiken, ja? Boah, schau dir mal das Gesicht an. Der sitzt in der SPD, für die SPD im Bundestag und die SPD, übrigens nebenbei bemerkt, Regierungspartei, Regierungsfraktion, Kanzler. Wir sind im kompletten Irrenhaus. Staatsfunk hinter sich glauben, mit 10 Milliarden Euro im Jahr. Das ist genau der Grund, warum sie bisher darum nicht gekümmert hatten, weil sie ihre Klaköre im Staatsfunk haben und da ihre Nachrichten rüber bringen können. Wir haben keinen Staatsfunk, sondern wir haben einen öffentlichen... Achtung, Staatsfunk, da werden sie auch ganz empfindlich. Es ist wirklich eine köstliche Runde. Ich überlege mir noch tatsächlich die ganze Sendung anzugucken, aber ich glaube, das sind ja schon die Highlights. Ja. Das rechtliche System, das in dem auch Menschen wie Sie hier sich auch äußern können. Wie sehr richten Sie sich darauf ein, in Thüringen zu regieren und die CDU von sich zu überzeugen? Zu regieren. Schaut euch mal bitte an, wie Sie die Augen, während Sie zu regieren sagt. Wie sehr richten Sie sich darauf ein, in Thüringen zu regieren und die CDU... Der hier, die rechte Augenbraue. Ja? Zu regieren und die CDU von sich zu überzeugen. Also erstmal und der Mund. Echt, ich mache es jetzt wirklich auf ganz klein. Achtung. Von sich zu überzeugen. Also erstmal komme ich mir jetzt nicht vor wie ein Wolf im Schafspelz. Also ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich war 30 Jahre in der CDU. Und die CDU hat mich auch überlebt. Also ich habe meine Position eigentlich kaum verändert. In Thüringen ist es ja ähnlich wie in Sachsen. In Thüringen ist die AfD so stark wie die gesamte Ampel zusammen. In Sachsen ist die AfD doppelt so stark wie die gesamte Ampel in Berlin zusammen. Die FDP kaum noch messbar. Die SPD steht vorm Rausflug auf dem Landtag. Kann er mit Ihnen koalieren? Ja, völlig klar. Wir sehen, wer überbleibt. Also die FDP wird definitiv nicht überbleiben. Die SPD wird nur marginal, wenn überhaupt, eine Rolle spielen. Die mit den Grünen haben wir relativ wenig Berührungspunkte, sage ich mal. Ist nicht alles Quatsch, was sie machen, aber zu 99,5%. Da bleibt eigentlich nach dem Ausschlussprinzip nur noch eine CDU über. Und die CDU übernimmt ja sukzessive unsere Position. Sie haben es ja gerade selbst beklagt, dass die CDU beispielsweise die Migration
Migrationspolitik also wird sich völlig davon, anders gehen sehen. Gehen Sie davon aus, dass die CDU mit Ihnen dann... Davon gehe ich nicht aus, aber die CDU wird sich fragen lassen müssen, mit wem wollen Sie denn den Politikwechsel machen? Doch nicht mit denen, die es verzapft haben. Da bleiben eigentlich auch nur wir über. Aber man wird sehen, wer übergeblieben ist nach den Wahlen in den Parlamenten, und diejenigen sind alle gesprächsbereit. Dann mache ich doch lieber den Brand, ne? Zum Schluss, bevor ich mir den SPD-Freckel da anschaue. Köstlich. Köstliches Stück Fernsehgeschichte fast schon oder Politikgeschichte. Aber mich erfüllt es mit großer Freude, weil Sie sind wirklich am Ende. Das ist wirklich, für mich ist es so deutlich hier zu sehen, ja. Die Müller ist wirklich schon über den Jordan. Der SPD-Freckel war nie diesseits irgendwie, sage ich mal. Und die Plattnerin, ja, gut, okay, die spricht für sich selbst. Der andere, diese AfD-Aussteiger, den hat man dann offensichtlich nicht so viel sagen lassen. Also in dem Zusammenschnitt kommt er gar nicht vor. Ist wahrscheinlich auch besser so. Und mehr Offenbarung, mehr zerlegen, mehr wirklich argumentativ komplett auseinandernehmen geht nicht. Ja, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank an Dr. Schweinhardt, Professor Dr. Schweinhardt von Mobbingen an der Stelle. Und liebe Zuschauer, was kann man dazu anderes sagen, als dass die komplett am Ende sind, dass die wirklich hier, es kam kein einziges Argument. Vom Brandner kamen Fakten, Argumente permanent, und von der Gegenseite kam, stimmt nicht, es ist kein Staatsfunk, wollen Sie damit behaupten, der Verfassungsschutz sei nicht demokratisch? Also so ungefähr, wie kann er es wagen? Ich bin empört, ja. Köstlich. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr das fandet oder ob ihr da so einen ähnlichen Eindruck habt wie ich, ja, dass das wirklich sowas von offenbarend ist, wenn die sich mal mit jemandem, der wirklich eloquent dann auch dagegen halten kann, wie der Brandner von der AfD, wenn die sich dann mit so jemandem an den Tisch setzen müssen, dann sind sie alle nackt, außer dem Brandner selbst. Dann sind sie alle nackt, und der Brandner sagt es dann auch, ihr seid doch alle nackt. So schaut's aus. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Und wenn ihr Lust habt, in der Beschreibung ist Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. Und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Gucken. Macht es gut. Servus. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Ich habe kein einziges Argument gehört. Es kam nichts. Ja? Möglicherweise, gut, das ist ein Zusammenschnitt, da will ich jetzt mal vorsichtig sein. Sie werden schon sicherlich auch irgendwas gesagt haben, aber trotzdem, ich bin mir sicher, dass der Brandner hier als eindeutiger und klarer Sieger aus dem Ring ging, ja, an der Stelle. Mach's es gut. Servus.